Was um alles in der Welt ist das? Ich habe nicht die geringste Ahnung, Bischof. Rede mit dem alten Mann. Vielleicht weiß der etwas. Tada, geschafft. Hoffe ich mal. Okay, ich habe das Zeug. Gut. Gute Arbeit, Fischer. Es wird Zeit zu verschwinden. Begib dich zu deinem primären Extraktionspunkt. Bin schon unterwegs. Fischer, du hast schon wieder einen unschuldigen Menschen getötet. Erfülle dein primäres Missionsziel und dann verschwinde. Es ist mir zu riskant, dich länger als unbedingt nötig im Einsatz zu lassen. Okay. Ach, der tut nur so. Er schläft. Egal, das war Let's Play Splinter aus Terry. Euer Johnson aus meinen Spieltipps. Ich werde morgen weitermachen. Over und aus. Hallo und willkommen zu Let's Play Splinter Cell Chaos Theory. Hä? Ja, genau, Laden. Wir machen da weiter, wo wir aufgehört haben, wo das auch mal war. Ich weiß es nicht mehr, leider. Ja. Früher morgen hat Gold im Munde. Okay, egal. Wir haben jetzt das und das. Ich weiß nicht wirklich wohin. Aber ich glaube, es ist vom Fahrstuhl. Tadam. Tadam. Agent Cobra. Super. Okay, egal. Mission erfolgreich. Super. Alles abgeschossen. Das ist aber auch gut. Ja. Das geht ja noch. Als Eindringling in den Deck dreimal. Verstehe ich nicht. Habe ich das für alle getötet, die ich bewusstlos gemacht habe? Gefunden, dann können wir ausgelöst der Name, naja, egal. Und weiter geht's. Wir machen noch mal. Immer noch New York, Manhattan. Diesmal ist mal. Tschüss. Ah ja, Uhr. Cool. Im New Yorker Studio ist nun für uns Patrick Dunn von Watershed Electric. Bitte Dunn, was können Sie uns zu diesem Zeitpunkt schon sagen? Soweit wir es nachvollziehen konnten, war es kein Unfall.
Na, wenn das kein Unfall war, dann steckt ja wohl Absicht dahinter. Die ganze Sache hat sowohl uns als auch die Japaner erwischt. Schätze, uns ist allen klar, wen wir verantwortlich machen sollen. Da ist Otomo. Wir scheinen dasselbe Problem zu haben, Admiral. Bei der Analyse der verbliebenen Datenspuren konnten wir herausfinden, dass die Störungen, die kürzlich zum Ausfall unseres Stromnetzes führten, vermutlich denselben Ursprung hatten wie die, die unsere Finanzmärkte getroffen haben. Ich bin mir sicher, dass die Koreaner und die Chinesen hinter dieser Sache stecken. Seien Sie da bitte nicht zu voreilig, Admiral. Wir verdächtigen in der Sache einen Mann namens Sarkisi. Er hatte Zugriff auf die waffenfähigen Algorithmen, die man schon mal benutzt hat, und zwar in Georgia. Außerdem war er einer der Spezialisten, die man nach den großen Stromausfällen von 2003 konsultierte. Ich weiß, ich bin bereits über diese Verbindungen informiert worden. Haben Sie ihn denn schon gefunden, diesen Sarkisi? Noch nicht, aber es dauert nicht mehr lange. Ich melde mich bei Ihnen. Ja, hilf nur mal. Fischer, ich fürchte, dass wir es mit einer Verschwörung zu tun haben. Deren Ziel es ist, die ganze Welt in eine Krise zu stürzen. Habe ich auch gerade irgendwie so gedacht. Ah! Abschwung. Okay, das ist gut. Fischer, wir müssen herausfinden, ob Displays und Sarkisi zusammenarbeiten. Und bis wir es wissen, soll ich es ruhig annehmen. Wenn du jemanden tötest, werde ich die Mission abbrechen. Das Pentagon hat mit Displays Verträge in der ganzen Welt. Der Präsident verschluckt sich an einer Brezel, wenn er von unserer Aktion erfährt. Super. Naja. Das war schon eines meiner Spieletipps. Over und aus.